So, Freunde der Nacht, ich habe uns ein bisschen warm gemacht. Ich habe die Heizung gerade angemacht, aber das wird nicht warm. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mir das so mache, dann wird mir schön warm. Wie ihr sehen könnt, bin ich im Proberaum. Das machen wir mal später, mache ich mal so eine Roomtour. Ich bin fast fertig. Noch ein bisschen jetzt Krimskrams hier so. Und dann bin ich fertig. Ja, Angst- und Panikattacken MAT. Kurz bevor wir damit anfangen, danke nochmal für das Feedback und die ganzen E-Mails, die ich bekommen habe mit den Flaschengeistern, dieses Podcast, was wir gemacht haben. Also mir hat es sehr gefallen, sehr gut gefallen und total sympathisch, der Marius. Ja, das wollte ich mal sagen. Danke für das Feedback. Und jetzt schaffe ich gleich ein, du. Oh. Und es ist spät, deswegen. Sorry. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, danke nochmal. Und wir machen jetzt das Thema Angst- und Panikattacken, MAT. Ich habe das ja ewig nicht mehr auf dem Zettel gehabt, weil ich ja toi, toi, toi keine Angst- und Panikattacken mehr habe. Oder am Griff habe, sagen wir mal so. Aber ich habe eine E-Mail bekommen von dem lieben Werner. Der Werner hat geschrieben, ob ich ihm helfen könnte oder Tipps geben könnte. Er hat demnächst MAT. Er hat schon mal welche abgebrochen, glaube zwei, drei Mal, durch Panik. Und hat gefragt, wie ich das mache oder wie ich das gemacht habe. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Arzt. Ich kann, wie gesagt, nur das aus meiner Sicht erzählen, wo ich da im Krankenhaus lag. Im Sommer musste ich ja auch zum MAT. Die wollten ja die Leber auch nochmal genauer nachgucken. Ich habe gleich gesagt, nee, das schaffe ich nicht. Das kriege ich absolut nicht auf die Reihe. Da kriege ich eine Panikattacke. Und da hat der Arzt zu mir gesagt, sie haben doch jetzt so viel geschafft. Sie haben Biopsie, den Draht hier durch und das. Und da waren sie wach. Und jetzt soll das daran scheitern. Ja, dann habe ich mir das mal überlegt. Da gibt es ja nicht irgendwie eine andere Lösung, dass ich Narkose. Und sagt er, nee, es geht nicht. Man muss ja ein- und ausatmen. Das wusste ich auch nicht. Ich habe ja vorher nicht sowas gehabt, MAT. Und dann kam der auf die Idee, dass er so eine Tablette mir gibt. Also ich sage mal, leck mich am Arsch, Tablette. Halbe Stunde vorher. Und dann sage ich, okay, ich probiere es mal. Und trotzdem habe ich vorher mir Gedanken gemacht und habe gesagt, ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich drücke auf den Knopf und komme wieder raus. Es ist einfach nur eine Röhre, die wenn die zu wäre, dann wäre noch schlimmer. Aber die ist ja nicht zu. Die ist hinten und vorne offen, habe ich mir gedacht, okay. Und dann kam mal wieder die Idee, was ich immer im Sommer gesagt habe, die Gedanken sind deine Gefühle. Und deine Gefühle sind deine Gedanken. Ich habe mir dann einfach mal vorgestellt, das hat mir auch jemand mal erzählt, ich glaube eine Psychologin, stellen Sie sich mal alle nackt vor, außer Sie sind angezogen. Und das habe ich dann auch, also ich weiß nicht, ob das an die Tabletten gelegen hat, ich habe die Tabletten genommen und dann habe ich nur noch gegrinst und habe alles so vorgestellt, nackig. Und dann kam halt die Schwester und sagt, so, es geht los. Und die hatten auf dem Zettel Angst und Panik erzählt. Das ist wichtig, finde ich jedenfalls, dass man das vorher sagt. Da braucht man sich auch nicht schämen oder so. Bei einem MAT kann man sagen, ich bin ein Panikpatient oder habe Phobie, ihr wisst schon, von Klaus her, der Typ. Und ich habe das zwei, drei Mal gesagt. Und weil ich wollte sicher gehen, dass sie das wissen. Und die waren super nett. Ich hoffe, dass die alle so nett sind, MAT, wenn man das so sagt. Ich weiß jetzt nicht, wo Werner herkommt, wo er hin muss, aber die waren super nett. Die haben mir alles gut erklärt. Ich habe diesen Knopf gekriegt, habe mich hingelegt, haben sich mal reingefahren, wieder rausgefahren. Sag ich, und ist schlimm? Sag ich, nö. Aber ich hatte sowieso die Tablette. Und wo ich dann reingefahren bin, dann hast du gar keine Zeit für das. Da geht immer dieser Spruch da, wo die mit dir spricht, an da, einatmen, ausatmen, einatmen. Anhalten, Luft anhalten, ausatmen. Und ich habe diese Röhre, war ja dann bunt und ich war da alles, da habe ich da irgendwie, ich dachte, ich lege ein Aquarium. Ich habe überhaupt nicht an diesen Knopf und nichts so gedacht. Und im Endeffekt sagt die dann, das Ding fährt raus, wir sind fertig. Sag ich, ich bin schon fertig? Das waren halt bloß 5 Minuten, das waren eine halbe Stunde, 20 Minuten oder 27 Minuten waren das.
Das kam mir gar nicht so vor. Jetzt hat der Werner gefragt, er hat auch diese Tabletten, aber er hat Angst davor, dass die nicht wirkt. Und das ist typisch wieder Angstpatient, Angst- und Panikattacken. Ich hatte vorher nie Tabletten genommen, weil ich immer die Nebenwirkungen durchgelesen habe. Und da habe ich gesagt, oh, das ist das jetzt hier. Und da hatte ich mich voll hineingesteigert, wenn man das dann durchliest. Das kann passieren und das kann passieren und Atemnot. Macht das nicht, Werner, oder alle. Nie, ich lese mir jetzt nie wieder die Packungsbeilage, Werbung muss ich mal wegmachen hier, sorry. Die Nebenwirkungen Packungsbeilage durch, das habe ich vorher gemacht. Der Professor hat gesagt, falls ich meine neue Leber kriege und ich die Tabletten kriege, soll ich mir das nicht durchlesen. Das ist eine Wirkung und ungefähr 300 Nebenwirkungen. Dran denken, das Ding haut voll rein. Am besten, ich habe das immer so gemacht, dass ich vorher nichts weiter gegessen habe, außer einen Tee getrunken. Und dann habe ich mir eingebildet, diese Tablette haut mir voll den Boden weg und ich freue mich und grinse. Und so bin ich auch darin. Was ich vorher nicht hatte. Beim CT ist ja bloß die halbe Röhre, das ging so. Und da habe ich ja nicht diese Tablette gekriegt, weil ich gedacht habe, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja bloß die halbe Röhre. Und dann geht schon wieder los, der Kopf rattert. Das ist ja nur die halbe Röhre, das ist nicht schlimm. Es ist die volle Röhre, kriege ich wieder Angst. So spricht man mit sich selber. Und so kann man mit sich selber auch sprechen und sagen, was kann mir passieren? Es ist noch niemand durch Angst gestorben, das ist bewiesen. Das ist noch nichts. Und dann, ich habe zu Werner geschrieben, stell dir vor, dass ich da nackig daneben stehe oder irgendwas, oder die Schwestern sind alle nackig oder irgendein Blödsinn, dass du gar nicht auf so eine Gedanken kommst. Deine Gedanken sind deine Gefühle. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und kein Psychologe, aber alles, was du denkst, passiert natürlich auch. Warum passiert das denn nicht zu Hause in deiner Komfortzone? Weil du gar nicht dran denkst, da fühlst du dich wohl. Bist du aber woanders, Menschenmassen, Klinik, Röhre, da hast du wieder andere Gedanken. Aber warum hat man diese Gedanken? Das ist eigentlich, wenn man so will, Quatsch. Ich weiß, das klingt alles einfach, was ich da quatsche, aber ich habe es ja selber durch. Und durch meine Diagnose, wie gesagt, war ich ja an dem Punkt gekommen, wo mir alles scheißegal war, weil ich wusste, ich sterbe so oder so. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, es ist nicht so, aber trotzdem habe ich gelernt, damit umzugehen, wenn jetzt eine Situation kommt, klar, Angst gehört immer dazu, auch ein gesunder Mensch hat Angst, in Anführungsstrichen gesunder Mensch, dann habe ich das unter Kontrolle. Wenn ich das merke, dann beobachte ich die Leute. Nicht dran denken, dass die Leute dich beobachten. Ich beobachte die Leute. Zum Beispiel, wo ich auch im Krankenhaus entlassen bin, die ganzen Leute habe ich da geguckt, dann hat der Feierabend, wo fährt der denn hin? Der fährt mit dem Moped zu spät hin, wo will der denn hin und so. So eine Gedanken hatte ich, wenn ich im Warteraum sitze, sage ich, Mensch, was hat der denn? Hat der denn Prostata? Weil ich da beim Urologen war. Was hat der denn? Und so. So habe ich die Gedanken mir gedreht. Nicht so, oh, jetzt komme ich gleich dran und jetzt geht's gleich los. Und was machen die? Und was? Deine Gedanken sind deine Gefühle. Das würde ich jetzt mal so sagen. Werner, melde dich, was rausgekommen ist. Denke dir einfach, ich stehe oder eine Schwester steht nackig daneben oder irgendwas oder irgendein Buch oder irgendwas Schönes. Du liegst am Strand, machst die Augen zu und hörst die Tante zu, was sie sagt. Einatmen, ausatmen und ruckizucki geht die Zeit rum und denk an was Schönes und nicht an Panik und Angst und was kann passieren, wenn ich krieg keine Luft und du kriegst Luft, die Röhre ist offen. Und du kriegst auch keinen Herzinfarkt. Ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch ein bisschen Schiss, weil ich am 23. zum MRT muss. Aber da kriege ich eine Spritze. Das ist ein Stress-MRT, da wo das Herz richtig pumpt. Krieg aber auch die Tabletten, hat der Arzt gesagt. Das beißt sich ein bisschen, weil die Tablette macht ja dann so, leck mich am Arsch. Aber der Körper pumpt, als wenn du 1000 Meter gelaufen bist. Wird auch ein komisches Gefühl sein, aber ich habe mir dann jetzt wieder positiv gedacht und habe gesagt, komm Lutz, das ist jetzt die letzte Untersuchung und ich habe so viel geschafft, jetzt schaffe ich das auch. Und das schaffst du auch, Werner, und das schafft jeder.
Du warst jetzt, wie gesagt, dreimal in der Röhre. Nicht daran denken, an das, was da passiert ist, dass du da rausgegangen bist, sondern das Positive. Heute schaffe ich das. Heute kriege ich das hin. Ich würde dich jetzt so voll labern, dass du das machst. Und weißt du, wie du da rausgehst, wenn du das geschafft hast? Wie Gott. Du gehst raus aus den Laden und sagst, jawohl, ich habe es geschafft. So, genug gelabert. Übrigens bin ich auch kein Motivationscoach. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und ich will mal näher ranrutschen, aber jetzt das Mikro hier. Bleibt doch mal locker, Jokoka. Ich sage jetzt schönen Sonntag. Tschüssikowski, ich hab euch lieb. Und wir sehen uns. Tschüss. So, mache ich den Ofen wieder aus. Ich habe nicht gepupst, wenn das gerade so geklungen hat.